Herr Miesig, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Große Frage, wir haben jetzt in den letzten Tagen, haben alle wirklich über Lena Schilling gesprochen, egal wo man war, keiner kam an dem Thema vorbei. Grundsätzlich ist es ja was Positives, wenn alle über einen Spitzenkandidaten sprechen, nur Lena Schilling kriegt dann natürlich schon ein bisschen dieses Image mit, dass sie nicht wirklich vertrauenswürdig ist. Denn viele Menschen behaupten, dass sie Gerüchte gestreut haben soll, die so einfach nicht wahr sind. Dazu gibt es dann auch noch gerichtliche Unterlassungsvereinbarungen. Das Ganze hat einen extrem fahlen Beigeschmack. Wie werten Sie denn die Gesamtsituation? Sie hat einen doppelten Beigeschmack, würde ich sagen, vor allem Beigeschmack. Auf der einen Seite wird über extrem viele Gerüchte gesprochen, Gerüchte über sie, Gerüchte über Gerüchte, die sie gestreut haben soll. Ich habe auch keinen Zweifel, dass die recherchierenden Journalisten hier sehr viele Belege haben, dass das nicht nur Gerüchte, sondern letztlich Tatsachen sind, dass sie hier viel herumerzählt hat und das nicht super ist. Auf der anderen Seite geht es halt natürlich schon auch sehr in den privaten Lebensbereich einerseits hinein und vieles wird dann auch nicht ganz genau geschrieben, sodass die Leute eigentlich nicht wissen. Also ein Großteil der Leute, glaube ich, lesen diese Geschichten und haben überhaupt keine Ahnung oder Indizien und ausreichend Information, um diese Berichte wirklich beurteilen zu können. Es ist, glaube ich, ambivalent. Also sicherlich sind das, was hier vorgeworfen wird, keine Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn jeder Politiker, der schon mal viermal unwahre Gerüchte über andere gestreut hat, zurücktreten müsste, dann wäre wahrscheinlich die Wiener Innenstadt befreit von Spitzenpolitik und völlig leer. Also das sind die Ambivalenzen dieser ganzen Geschichte, sodass ich in jede Richtung Bauchweh habe. Ja, einerseits sind sicherlich Vorwürfe, die man nicht sagen kann, das sind irgendwelche Kleinigkeiten, die jeder hat. Als Rucksack zu tragen. Auf der anderen Seite geht es in manchen Bereichen schon sehr weit ins Private hinein, vor allem in eine Form des Raunens auch, wo man sich ja dann auch nicht so richtig verteidigen kann. Naja, jetzt muss man aber schon auf der anderen Seite dazu sagen, es macht nicht jeder Politiker solche Gerüchte, die er da streut, die im privaten Bereich gehen. Wir erleben seit Wochen einen Schlagabtausch zwischen ÖVP und FPÖ und dennoch sagt niemand dort, dass die Frau vom einen den anderen haut oder irgendwas. Also da vermissen wir schon solche Gerüchte, Gott sei Dank. Also es ist schon eine gewisse Ebene erreicht in diesem ganzen Wahlkampf, wo man sich eben fragen muss, müssten die Grünen hier nicht handeln und müssten sie nicht Lena Schilling sofort als Kandidatin zurückziehen oder war das einfach nicht mehr möglich? Naja gut, ein kleiner Einwand noch. Wir reden hier über keine Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Spitzenkandidat der FPÖ ein Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren ist und darüber redet keiner. Ja? Also das ist auch eine Imbalance. Aber ohne Zweifel ist die Situation für die Grünen eine sehr, sehr schwierige. Und die Grünen haben sich letzte Woche angesichts der ersten Berichterstattung dafür entschieden, eine Art von aggressiver Vorwärtsverteidigung zu fahren. Das heißt irgendwie abstreiten, zu sagen, es ist sozusagen nur eine Schmutzkampagne. Kampagne und es stecken irgendwelche sinisteren Kämpfkräfte dahinter und es ist nur eine Form, eine junge Frau niederzumachen. Ja, das ist eine Strategie, wenn man so will, aus dem Kampagnentextbuch. Wenn du in so einem Moment einer Wahlkampagne angegriffen wirst, vorwärts verteidigen, abstreiten und eben auch, weil die Dinge für viele Beobachter unklar bleiben werden, möglicherweise darauf setzen, dass es einen Solidarisierungseffekt gibt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass es natürlich eine sehr, sehr riskante Strategie ist. Bis zu den Wahlen ist es noch fast ein Monat und es darf da jetzt eigentlich nichts mehr rauskommen, was stark auf den Boden zu bringen ist und dann für jeden verständlich. Jetzt hat Werner Kogler in seiner Strategie, die er da gefahren ist, mit der Pressekonferenz Worte verwendet, die ein bisschen befremdlich anmuten für einen Vizekanzler. Er hat von Gemurkse und wörtlich von Gefurze gesprochen. Ist das das neue Niveau der Grünen? Ist das sinnvoll, sich so zu zeigen? Nee, das ist überhaupt nicht sinnvoll und ich glaube, dass keiner bei den Grünen heute noch meint, dass das sinnvoll war. Wahrscheinlich Werner Kogler auch nicht. Also ich glaube, darüber braucht man keine einerseits andererseits Debatte machen. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Eigentlich aus mit den Auswirkungen, die diese ganze Causa haben wird auf den EU-Wahlkampf, der sie in wenigen Wochen bereits der große Showdown. Es geht darum, dass die Wähler ihre Entscheidung treffen werden. Werden denn grüne Stammwähler absehen von Annalena Schilling, dass man die jetzt nach Brüssel schickt? Oder werden die grünen Stammwähler jetzt erst recht sagen? Und was ist mit all anderen, die vielleicht davor bereit gewesen wären, Lena Schilling zu wählen und jetzt aber sagen, das Ganze wird mir ein bisschen zu heiß. Diese Gossip-Girl-Kiste, die können wir in Brüssel einfach nicht brauchen.
Ich glaube, dass wir das noch nicht sagen können, ehrlich gesagt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, dass die Grünen Lena Schilling noch als Spitzenkandidatin zurückziehen, aus verschiedensten Gründen, also eben auch, um quasi eine Art von Zusammenbruch des Wahlkampfs der Grünen selbst zu verhindern, aber auch letztendlich als Schutz gegenüber Lena Schilling. Es ist sicherlich nicht lustig, als 23-Jährige mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu sein und die dann auch noch einen Monat lang im quasi Feuer des Wahlkampfs verteidigen zu können. Ich glaube, da tut man niemand Also ich weiß nicht, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man daran festhält, an dieser Kandidatur und durchaus aber sehr viele Wähler und Wählerinnen, auch wenn man nicht alle Details erfahren wird, das Gefühl haben, naja, also sozusagen, das ist jetzt nicht unbedingt jemand, den ich wählen möchte, und die Grünen dadurch ein schlechtes Wahlergebnis einfahren, das deutlich unter ihrem Potenzial ist. Das Dritte ist aber, dass die Grünen diese aggressive Vorwärtsverteidigung weiterfahren, damit sogar Erfolg haben. Es wäre nicht die erste Partei, die damit Erfolg hat und einen Solidarisierungseffekt auslöst und dann ein ganz gutes Wahlergebnis einfährt. Ich glaube, das können wir heute noch nicht sagen. Aber dennoch irgendwie das Ganze rund um Lena Schilling jetzt gezeigt hat, dass die Grünen sich nicht immer ganz grün sind, beziehungsweise dass da nicht jeder mit jeder Entscheidung d'accord ist und dass es innerhalb der Grünen Partei durchaus größere, gröbere Meinungsverschiedenheiten geben soll. Nicht nur was die Spitzenkandidatur von Lena Schilling betrifft, sondern vor allen Dingen auch was eine mögliche Übernahme der Parteiführung betrifft. Was sagen Sie denn zu diesen Gerüchten, die uns da innerhalb der Grünen Partei entgegenkommen? Jetzt verstehe ich nicht ganz die Frage, welche Übernahme des Parteivorsitzes und wer soll die übernehmen? Es geht ja oftmals darum, dass man sagt, wenn Werner Kogler zurücktritt, wer wird sein Nachfolger werden? Ist es vielleicht die Richtung Alma Sadic? Geht es da mehr in Richtung Sigi Maurer? Wer sind die starken Grünen, die im Moment dann ans Ruder kommen sollten? Ist die Grüne Partei einig oder ist sie es nicht? Naja, einig ist sie sich sicher nicht, aber welche Partei ist sich schon einig, wenn, weil immer ja natürlich in Parteien irgendwer dann nach vorne gestellt wird und die nicht nach vorne gestellt sind, haben vielleicht auch eine Art von Ressentiment und warten darauf nur, dass sie sich dafür irgendwie rächen kriechen können. Also das würde ich jetzt... Das ist sicherlich in jeder Partei potenziell so, in einer solchen Situation natürlich nochmal verschärft, weil dann genügend Leute jetzt wahrscheinlich aufstehen werden und sagen, diese Parteiführung hat diese Entscheidung getroffen, diese Kandidatur so zu machen, obwohl man die Risiken kannte, vielleicht nicht alle, aber manche. Und da werden natürlich dann jetzt manche sagen, okay, wir haben es immer schon gewusst und quasi auch alte Rechnungen mit der Parteiführung begleichen wollen. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich sehe jetzt natürlich ein gewisses Problematik, dass jetzt Werner Kogler, also dass das Ganze in einem dermaßigen Quagmire, wie die Amerikaner sagen, also einem quasi, dass sich ein Boden auftut und alle reinstürzen, dass das so arg wird, dass dann sogar die Parteiführung wankt. Also das würde ja jetzt mal auch bedeuten, dass man die Spitzenkandidatin zurückzieht, dass man die ganze EU-Wahlkampagne neu aufziehen muss innerhalb von 4 Wochen, also eigentlich innerhalb von einer Woche, damit man nur 3 Wochen dafür hat. Die Parteiführung wankt. Dann sehe ich aber auch nicht so ganz, was da weitergehen soll, weil sich ja die gesamte Partei, also nahezu die gesamte Parteiführung, auch hinter diese Form der Kandidatur gestellt hat. Also wenn Werner Kogler ein Problem bekommt, ist ja damit nicht gesagt, ist ja dann, heißt das ja in Wirklichkeit auch, dass Sigi Maurer ein Problem hat, weil sie haben ja da an einem Strang gezogen. Das wäre natürlich, wie soll ich sagen, das Totalfiasko für die Grünen, dass dann Alma Sadic, ich glaube, da sind wir in einem Bereich der reinen Spekulation, was ich jetzt, glaube ich, nicht annehme. Da müsste man jetzt 3 Schritte im Vorwärts denken und dann sagen, Alma Sadic wird dann Parteivorsitzende auch möglich, aber es ist dann ist wirklich auch vieles andere möglich. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Lena Schilling ist 23 Jahre. Das Alter alleine sagt noch nichts über die politische Fähigkeit eines Menschen aus. Wir nehmen da gerne das Beispiel Sebastian Kurz und auch Lena Schilling ist zweifelsohne ein Ausnahmetalent politisch gesehen. Dennoch haben Sie jetzt angeführt, die 23-jährige Lena Schilling muss sich hier in dem Wahlkampf doch gewaltigen Druck aussetzen. Ihrer Ansicht nach, haben die Grünen Lena Schilling verheizt? Naja, ja, irgendwie schon. Natürlich hat man es verheizt, wenn man sie aufgestellt hat, wissend, dass es da
Ungereimtheiten gibt und durchaus Vorwürfe und gesagt hat, das ist uns wurscht, mit der können wir 2% mehr bei den Wahlen erreichen, das Risiko gehen wir ein. Wenn das so war, was ich nicht beurteilen kann, wird mir so erzählt, aber die Leute erzählen viel, ja, das soll man auch nicht ganz vergessen in der Gegenwart. Es ist noch dazu, die ganze Geschichte handelt davon, dass Leute viel erzählen. Wenn das so war, haben die Grünen die Lena Schilling verheizt. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt nicht, dass man die Lena Schilling zwingen musste, sich verheizen zu lassen. Also ich glaube, sie hat natürlich auch diese Rolle angestrebt. Und ja, jetzt sind sie natürlich beide in einer fürchterlichen Situation, die Grünen als Partei und Lena Schilling als Person, die ja bei allem, was ihr da jetzt vorgeworfen wird, ja eine tolle Frau ist. Ja? Und sozusagen, selbst wenn alle Vorwürfe stimmen, tue ich mir schwer zu sagen, dass sie dann halt das, was jetzt passiert, verdient hat. Ich glaube, das hat niemand verdient. Lena Schilling als Spitzenkandidatin ist die eine Sache. Ob sie dann tatsächlich in die EU geht, steht dann noch einmal auf einem anderen Blatt. Wäre es aus Ihrer Sicht mit Bauchweh für Sie verbunden, wenn Sie wissen, dass Lena Schilling, egal ob man sie wählt oder nicht, aber dennoch Österreich, also somit auch jeden einzelnen Österreicher und jede Österreicherin, repräsentiert in Brüssel und dort möglicherweise ebenfalls solche Sachen passieren würden? Entschuldigung, ich meine, das habe ich kein Bauchweh. Ich meine, sozusagen in Österreich sind genügend Leute, ganz andere Leute im Europäischen Parlament, von Wilimski beginnend, wo man Bauchweh hat, dass die Österreich repräsentieren. So ist es halt in der Demokratie. Wenn sie gewählt werden, sind solche Leute dann im Europaparlament. Und auch sozusagen Herr Lopatka ist ja jetzt nicht gerade bekannt für eine besondere Ausgeburt an menschlicher Größe und Integrität. Also da sind ja fast die Vorwürfe gegen Lena Schilling noch Kleinigkeiten dagegen. Aber natürlich Grüne messen sich und werden damit auch gemessen an anderen Maßstäben. Also es ist überhaupt kein Argument zu sagen, die anderen sind noch schlimmer. Es ist sicherlich, wenn man das jetzt alles hört, schwierig sich vorzustellen, dass Lena Schilling einen Mitarbeiterstab führt, ja. Es geht natürlich auch um die Reaktionen jetzt. Welche Reaktionen würden Sie als empfehlenswert erachten für alle Parteien, die da in diese Gerüchte involviert sind, die da vielleicht mit Gerüchten konfrontiert worden sind oder noch werden? Was würden Sie da raten und zu sagen, so wäre es jetzt sinnvoll, sich zu verhalten, damit man den geringstmöglichen Schaden hat, und zwar jeder, der davon betroffen ist? Also ich würde die Parteien den Parteien selbst nahelegen, überhaupt nicht in diese Geschichte einzusteigen. Wie schaut denn das aus, wenn man da jetzt irgendwie mit dem Finger auf eine junge Frau zeigt? Das ist ja sozusagen dann auch, da ist dann der Solidarisierungseffekt klar. Ich würde auch all jenen, die vielleicht in einem gewissen Sinn Opfer von Geschichteldruckerei, von der wir ja auch überhaupt nicht wissen, ehrlich gesagt noch, wie sie wirklich war und was es genau war. Und vor allem können wir auch überhaupt an manchen Stellen überhaupt keine Rationalität erkennen. Ja? Also manche Leute erzählen Gerüchte über jemanden, man weiß, diese Person erzählt diese Gerüchte, um dieser Person zu schaden, um selbst einen Vorteil davon zu haben. An manchen Stellen erkenne ich nicht, wo der Vorteil gewesen sein soll, außer dass man sich halt irgendwie wichtig macht, dass man irgendwas gehört hat. So, das ist die eine Geschichte. Dort, wo Gerüchte über jemanden erzählt worden sind, was nicht schön ist, aber wo man nicht unbedingt einen persönlichen Schaden daraus hat. Das haben viele nicht unbedingt einen persönlichen Schaden daraus gezogen. Da sollte man auch die Größe haben, zu sagen, naja gut, was hat's mir geschadet? Ist ein bisschen deppert, aber das tut mir jetzt nicht weh. Das wäre jetzt sozusagen, glaube ich, das wäre manchen zu raten. Die andere Geschichte sind diejenigen, und da gibt's ja auch Hinweise, wo Menschen wirklich bleibender Schaden zugefügt worden ist. Und wenn das der Fall ist, und das muss man sich dann anschauen, ob es das wirklich so ist. Und wenn das der Fall ist, dann schaut es da natürlich anders aus. Also da kann man schwer appellieren an eine Art von Großmütigkeit. Das wäre dann zu viel. Abschließend die Frage, ist Lena Schilling noch vertrauenswürdig und vor allen Dingen noch wählbar? Ja, sicher ist sie vertrauenswürdig und wählbar. Also was heißt vertrauenswürdig? Vertrauenswürdig, ich würde niemand hundertprozentig vertrauen. Und nach dem, was ich jetzt sozusagen in den letzten Tagen gesehen habe, würde ich jetzt sicherlich auch nicht einen Vorschuss an Vertrauen geben in einer Form, was immer das heißen mag. Ja? Im politischen Feld spielt sich aber da andere Sachen ab. Also da brauchst du ja Handschlagqualität und da musst du Dinge austragen und dann auch Kompromisse finden. Und diese Kompromisse müssen dann diszipliniert durchgetragen werden. Da ist dafür nicht so wichtig, ob es jetzt diese
Person eine ist, die im privaten Bereich vertrauenswürdig ist oder nicht. Ja, also das ist mir jetzt ein bisschen wurscht. Und wählen kann man sie, natürlich kann man sie wählen. Warum soll man sie nicht wählen können?